hallo, ihr seid auch schon da. Das bietet sich an, denn ich bin gerade fertig geworden mit meinem Frühstück. Heute gucken wir uns ein paar neue, coole Spiele an. Ich gehe jetzt erstmal auf die Pressekonferenz und dann nehme ich euch mit zu ein paar Spiele-Neuheiten. Viel Spaß! Es könnte sein, dass es ein bisschen laut ist. Die Leute sind hier gerade noch ganz fleißig am Aufbauen und am Werkeln. Ja, wir können ja mal ein bisschen gucken, was schon so steht. Und mal ein bisschen durchdüsen. Hier sehe ich auf jeden Fall schon Coop. Das Spiel mag ich auf jeden Fall gerne. Und da hinten sind, glaube ich, auch ein paar coole Sachen, die auch irgendwie alle im Angebot sind. Ich sehe so richtig viele rote Schilder. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Sind da auch Regelwerke? Ich glaube, da sind auch Regelwerke dabei. Ziemlich sicher, oh ja. Dungeons & Dragons sehe ich da auf jeden Fall. Nice. Voll gut. Ich meine, jetzt gerade sind wir in Halle 1. Und hier ist, glaube ich, generell Pen-and-Paper-Bereich, Rollenspiele und sowas. Natürlich wird jetzt gerade noch aufgebaut, aber ja, da hinten sehe ich Magic. Da kann man mit Tischen wahrscheinlich dann Magic spielen. Sehr gut. Kuckuck. Das ist die Erweiterung der Nachfolger. Erweiterung, wie nennt man das? Von der Märchenwelt aus Magic. Das ist eine meiner liebsten Plains-Welten. Nennt man das überhaupt so? Wow. Eine Durchsage. Okay, doch keine Durchsage. Hallo, hallo, Haselnuss, melden Sie sich bitte an Kasse 5. Alles klar! Was wollte ich noch sagen? Achso, ja. Hallo. Das ist eine meiner Lieblingswelten, Plains. Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber diese Märchenwelt von Magic finde ich sehr cool. Ja, die ist nice. Ich mag generell so Märchensachen ganz gerne. Und die ist schön. Die ist schön! Hier sind so richtig coole Schwerter. Also das habe ich, letztes Jahr gab es das nicht hier. Hier ist, ich weiß nicht, ob das beides Thor's Hammer ist, aber hier ist zum Beispiel Thor's Hammer, die sind richtig cool. Dann gibt es ja auch noch Overwatch-Schwerter und Zelda-Schwerter, keine Ahnung, alles mögliche. Die sind richtig schön, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob die sind gar nicht so teuer. $30? Voll nice, richtig schön. Piu, 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 piu. Hier ist so eine Zelle und das sieht alles sehr hochwertig aus. Hier ist auch so ein Riesenrad. Darf ich da dran drehen? Es blinkt. Sieht sehr süß aus, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Auch der ganze Stand ist sehr schön gestaltet, finde ich. Gefällt mir. Ich liebe solche Würfelsäcke, sowas habe ich noch nicht. Diese Farbe ist so schön. Voll flauschig. Hier sind auch noch so, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir können später einfach nur Würfel rein. Hier sind noch so Würfelbecher. Das sieht ja mega schön aus. Oh, die sind voll nice. Die sind viel zu schön, um damit zu würfeln. Ich liebe Würfel. Würfel sind toll. Hier sind noch so Mini-Würfel. Also das sind halt ein ganz normales Würfelset mit D20, D10, ihr wisst schon, halt Würfelset. Aber das ist so ein Mini-Röllchen und hier gibt es so verschiedene Farben und manche sind glänzend, manche sind matt. Finde ich voll praktisch irgendwie, weil du hast ein ganz normales Würfelset dabei, aber du kannst theoretisch mehrere von diesen Röllchen dabei haben, aber die nehmen nicht so viel Platz weg wie so normal große Würfel. Voll süß! Ich bin gerade beim Uhrwerk Verlag noch, die sind noch mitten im Aufbau. Wir können später noch die Neuheiten wahrscheinlich angucken. Das hier ist das Buch, aus dem Mayri letztens geleitet hat. Ist auch auf diesem Kanal, falls ihr das Pen & Paper noch nicht gesehen habt. Das war mit Sam und Dean Winchester, auch sehr lustig.
Erstmal Mittagspause. Ich bin gerade durch die Gänge gelaufen auf der Suche nach einer Toilette und da waren so zwei Jungs und der eine so, oh, das ist doch die von Twitch. Und ich so, ja, ich bin eine von Twitch. Und dann so, ich bin Haselnuss mit drei U's, schauen wir mal bei. Dann bin ich gegangen. Das ist mir noch nie passiert. Ja, ich esse jetzt noch kurz was und dann gehe ich runter zu den Spiele-Neuheiten. Bis später. Ich esse gerade Börek mit Käse und Spinat. Schmeckt gut, kann ich empfehlen. Kauft euch mehr Böreks mit Spinat. Und Sprudelwasser. Sprudelwasser. Hi, ich bin jetzt bei der Messe mit den Spiele-Neuheiten und holy moly, es ist so unglaublich voll. Also die Räumlichkeiten sind auch irgendwie anders als letztes Jahr. Ich habe das Gefühl, es ist so in drei Räume oder so aufgeteilt. Letztes Jahr war das ein großer, aber diesmal sind es drei kleinere und es ist unglaublich voll und laut. Also entschuldigt, falls die Tonqualität nicht die beste ist. Hallo, was habt ihr denn hier? Hallo. Wir haben jetzt unser neues Spiel von Krimi Total. Ich war letztes Jahr, glaube ich, schon bei euch. Oh, Ziemlich sicher. das gibt es schon seit 2004, also Ja. nicht erst seit gestern. Es ist 23. Spiel, 80 vor Christus, im alten Ägypten. Und der Pharao ist umgebracht worden. Und auch hier steht wieder die Frage, was ist passiert? Und die Spieler haben ja die Möglichkeit, in die Rollen von Ägypter und Ägypterinnen zu schlüpfen. Und es gibt auch eine römische Delegation. Also man hat hier ganz viel Spaß. Und das Spiel basiert auf echten historischen Begebenheiten und Personen. Das heißt, man kann hier auch was tatsächlich auch von der Geschichte lernen. Cool, voll nice. Hört sich gut an. Schön. Hi. Darf man euch interviewen? Ja. Was genau macht ihr denn? Also, was ist das für ein Spiel? Also wir sind vom Spielehersteller Amigo. Schrödingers Katzen heißt das Spiel, das bewerben wir hier gerade. Sie sehen gerade auch aus wie Kätzchen. Ja, sieht sehr gut aus. Und vom Grundprinzip her geht es um Schrödingers Katzen. Schrödinger ist ja ein Physiker, der die These aufgestellt hat mit dem Karton. Ist die Katze im Karton tot, lebendig oder vielleicht gar nicht vorhanden? Genau, in dem Spiel geht es quasi darum, so ein bisschen zu bluffen. Zu pokern, ist die Katze lebendig oder tot? Und es gibt auch ganz viele süße Physiker-Kätzchen als Charaktere, zum Beispiel Marie Schnurri oder Krallbart Einstein, die dann zum Beispiel als Joker oder Aussätzen funktionieren. Genau, es ist ein super süßes Kätzchenspiel. Und genau, Ah ja, zwei das bis ist echt sechs Personen cool. kann man spielen ab 10 Jahren. Das ist cool. Ja, das ist Auch super schöner Stand, sieht niedlich. echt gut aus. Schön. Ja, danke für die Zusammenfassung. Ja, gerne. Willst du die auch nochmal filmen? Willst du die eben filmen? Was ist das Besondere jetzt im Vergleich zu Magic? Oder ist es so ähnlich wie Magic zum Beispiel? Also, es hat natürlich die Gemeinsamkeit, dass es ein Trading Card Game ist eben. Man hat ein 60-Karten-Deck, was eben auch ähnlich ist wie Magic, und man kauft sich Booster-Packungen, um sein Deck halt zu verändern. Okay. Natürlich alles andere, was im Spiel passiert, da kommen natürlich Unterschiede. Also es gibt keine Länder, man spielt, sondern man spielt seine Karten und man kann jede Karte in seinen Tintenvorrat spielen, die das Tintenvorratssymbol hat. Also letztendlich funktionieren die meisten Karten eben in so einer Doppelfunktion. Entweder man spielt sie aus oder man nutzt sie selber halt als Tinte, um damit dann andere Karten auszuspielen.
Ja, und anders als in den meisten TCGs geht es auch nicht darum, sich gegenseitig zu besiegen, sondern Legenden zu sammeln und halt eben so seine Geschichte dadurch zu erleben. Okay, cool. Nice. Okay, danke für die Zusammenfassung. Gerne doch. Ich habe noch diesen Cupcake gerade eher bekommen von, wo standen wir gerade? Scribble. 65 Jahre Scribble, voll krass. Ich esse ihn jetzt und probiere, ob er gut schmeckt. Cupcakes sind so schwer zu essen, weil die so riesig sind und ich weiß nie, wie man da reinbeißen soll. Aber ich mach's jetzt. Oh mein Gott, das schmeckt auch voll gut. Also voll die Zitronenschicht oben drauf. Ich bin bei Pegasus. Ich habe zu viele Kekse gegessen. Ich bin bei Pegasus gerade am Stand und hier ist das Avatar-Rollenspiel. Das ist jetzt die deutsche Version, die wir auch übrigens aktuell bei Orkenspalter spielen. Und das ist die deutsche Version jetzt. Hier ist einmal das Regelwerk, dann sind hier noch die Würfel dazu und... Achso, das ist dieses Action, die Karten, die man noch für die Aktion legen kann. Sieht voll gut aus. Ah, voll schön. Okay, das ist ja auch jetzt. Ja, das ist ja seit einer Weile jetzt auf Deutsch draußen. Dann haben wir hier noch Orkenspalter und der Mythos. Das ist die Sammlung von Mairi. Voll cool irgendwie. Orkenspalter TV ist eine der ältesten und größten Videoplattformen zum Thema Pen and Paper Rollenspiel. In Livestreams auf Twitch und auf mehreren YouTube-Kanälen präsentieren Moderatorin und Rollenspielautorin Mairi Stritter Berichte aus der Szene, Spielleitungstipps und Abenteuerrunden von Spielrunden, darunter auch jede Menge Cthulhu. Einige der Eigenschöpfungen bringen in diesem Buch als ausgearbeitete Abenteuer den Spielspaß an den heimischen Spieltisch. Schön! Voll nice! Ich liebe Katzenspiele und das ist schon wieder ein Katzenspiel. Das ist Cat in the Box. Cat in the Box ist kein gewöhnliches Stichspiel, denn hier legt ihr die Farbe jeder Katze erst beim Ausspielen fest. Doch jede Kombination aus Kartenwelt und Farbe darf nur ein einziges Mal gespielt werden. Also Vorsicht! Wer keine spielbaren Karten mehr besitzt, verursacht ein Paradoxon und erhält Minuspunkte. Auch cool irgendwie. Also das sieht auch nice aus irgendwie, das mit den Farben. Ich stehe irgendwie auf Katzenspiele. Ich bin ganz ehrlich, ich bin hart überfordert. Das ist so unglaublich voll. Ich versuche mich durchzukämpfen. Was hat es mit diesem Staubsauger auf sich? Das ist der Jump Drive, der Sprungantrieb deines Raumschiffs. Ach so, okay. Genau, weil das ist das Spiel, was die Wohnung zum Spielfeld macht. Spaceship Unity. Ah, okay. Kannst du das Spiel in 60 Sekunden zusammenfassen? Ja. Ist das möglich? Wir machen die Wohnung zum Spielfeld. Ja. Dein Spieltisch ist die Brücke und du wirst ausströmen in deine Wohnung. Das wird dein Raumschiff sein. Raumschiffssysteme, normale Alltagsgegenstände verwandeln sich in Raumschiffssysteme. Du musst dein Raumschiff kennenlernen, weil du bist natürlich totaler Noob und wirst aber gleich hier auf die erste Mission geschickt und musst die Galaxis retten in deiner Wohnung. Ist die erste Mission immer die gleiche oder sind das unterschiedliche Missionen? Also die erste Mission, der Einstiegspunkt in die Geschichte ist immer der gleiche. Und dann kommt es aber darauf an, wie du spielst. Dann nimmt die Geschichte einen leicht unterschiedlichen Verlauf. Also das heißt, die Geschichte geht immer weiter. Du musst nichts wiederholen. Es ist ein Kampagnenspiel, wo du nichts wiederholen musst. Das heißt, egal ob du total schlecht bist und als glücklicher Trottel, wie wir es immer nennen, durch die Geschichte stolperst oder der große Held bist, wird es immer weitergehen und das wirst du auch merken. Das meldet dir die Geschichte rück sozusagen. Und herzlichen Glückwunsch nochmal zum Preis. Vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr darüber. Schön, sehr cool. Hört sich echt gut an. Cool. Nice. Ja, probiert's aus. Mhm.
Es gibt so Spaceship Unity auch noch in die Folge 0. Die kriegt man kostenlos bei Kid Pegasus. Das heißt, man kann in das Ganze nochmal reinspielen und gucken, ob einem das Spiel überhaupt gefällt. Und dann kann man sich dazu entscheiden, das Spiel überhaupt zu kaufen. Finde ich richtig cool. Also wenn euch das irgendwie interessiert hat, also die kleine Zusammenfassung, dann empfehle ich euch einmal die Folge 0 anzugucken. Wenn ihr Interesse irgendwie daran habt, dass ich das mal im Video thematisiere oder vielleicht auch im Stream, dann schreibt es mir gerne unten in die YouTube-Kommentare. Okay. Das beste Teamspiel ever. Ever. kann man das in 60 Sekunden zusammenfassen? In 60 Sekunden? Absolut. Ja, ja. In 60, nicht 60. Ja, 60. Okay. Ja. Ja. Ja, also am besten spielbar zu viert, geht auch zu sechst. Ja. Es spielt 2 gegen 2. Man hat 33 Karten. Ja. 4 verschiedene Elemente, jeweils 8 Königreiche. Ja, 8 Königreiche, genau. Und das Spannende dabei ist, dass nur 2 Spieler immer das passende Königreich und das passende Element wissen, die anderen Partner nicht. Aha, okay. Das heißt, dadurch entstehen Leute wissen, welche die mächtigen Karten sind und die anderen 2 Leute wissen es nicht. Ah. Dadurch entstehen kuriose Spielzüge und macht süchtig das Spiel. Und das Ziel des Spiels? Also was genau, wie gewinnt man? 8 Punkte, zu erreichen. Ja. Wer 8 Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Ah. Genau. Jede Partie ist einen Punkt wert. Aha. Man kann auch blöffen, aber das macht das Ganze schon wieder etwas komplexer. Ja, okay. Genau. Cool. Danke für die Zusammenfassung. Ja. Sehr gerne. Dieses Spiel sieht sehr interessant aus. Ja. Kann man das in 60 Sekunden zusammenfassen? Natürlich. Stoppst du die Zeit? Ungefähr. Das soll nun nicht allzu lange gehen. Ja. Nein, mache ich. Also, kann ich einfach beginnen? Ja. Also, Tracking-Reise durch die Zeit ist ein beeindruckendes Spiel, weil einerseits wunderbares Spielmaterial, wir haben hier eine Neopren-Spielmatte, wir haben 108 Geschichtskarten, also wir reisen als Zeittouristen durch die Vergangenheit und erleben die tollsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte noch einmal. Wir haben 108 von diesen Geschichtskarten, die sind auf der Rückseite dann alle noch beschrieben. Also wir haben da, ja, man kann die Geschichte der Menschheit nochmal erleben. Von der Mechanik her ist es sehr spannend, weil wir einerseits versuchen, diese Geschichtskarten in die richtige chronologische Reihenfolge zu bringen und so zu sammeln. Gleichzeitig haben wir aber einen Reiseplan, wo es Platzierungsbonusse gibt. Ja, und das passt halt nicht immer zusammen. Das ist ein bisschen der Trade-off. Auch spannend die Mechanik rund um die Zugreihenfolge. Wir haben hier diese Taschenuhren. Wenn meine Taschenuhr zu hinterst ist, bin ich dran. Wenn sie nach meinem Zug immer noch zu hinterst ist, wenn ich nicht so viel Zeit ausgegeben habe, bin ich halt nochmal dran. Und das ist auch so ein taktischer Kniff. Alles in allem ein tolles Familienspiel plus oder leichtes Kennerspiel. Je nachdem. Für mindestens wie viele Spieler braucht man? 1 bis 4. Also es gibt eine Solo-Runde drin, ja, tatsächlich. Und auch schon eine erste Mini-Erweiterung ist drin. Also es ist original wie der Kickstarter. Alle Materialien vom Kickstarter sind jetzt auch bei dieser Game Factory-Ausgabe mit dabei. Nice, sehr schön. Ich mag das Design sehr gerne. Ja, finde ich auch. Sehr farbenfroh und schön. Voll cool. Willst du noch? Hi. Was gibt's hier und kann man das in 60 Sekunden zusammenfassen? Ja klar, also das ist ein Spiel über, das heißt Duke and Danger. Das ist nicht nur ein Spiel, sondern ein Artenschutzprojekt. Wir möchten auf den rotschenkligen Kleideraffen aufmerksam machen, der vom Aussterben bedroht ist. Okay. Es gibt nur noch 5000 von dem. Ja. Und wir in dem Spiel sozusagen ist das Leben des Affen verpackt. Die Gefahren, die Hilfen, die er erfährt. Es ist ein Stichspiel, wo man eine Rolle bekommt, aber die Rolle wechselt ständig. Das heißt, du bist mal der böse Wilderer, der gute Ranger oder der neutrale Tourist, der kann entscheiden, auf welcher Seite er steht. Und Affen werden in Gefahr gebracht von dem Wilderer und du als Ranger musst sie retten. Wenn du nicht retten kannst, also stechen kannst, ist das ein Minuspunkt für dich und die Runde und am nächsten Tag beginnt, also eine neue Runde. Und dann werden die Rollen aber auch ständig gewechselt. Genau, und dann gibt es noch 3 Aktionskarten, sowas wie zum Beispiel jetzt die Spende. Das ist die höchste Karte im Spiel, die rettet jeden Affen. Und über den QR-Code kann man von zu Hause auch spenden an 2 NGOs, die wir unterstützen. Also wir waren auch in Vietnam, haben uns das angeguckt, haben im Dschungel versucht, den Affen zu finden, haben wir dann auch zum Glück mit Hilfe von Locals geschafft. Und das ist eigentlich das Spiel sozusagen. Es ist komplett klimaneutral produziert in Europa. Genau, und kann man jetzt auf der Messe halt kaufen. Okay. Genau. Wie viele Spieler braucht man mindestens? Bitte? Wie viele 2. Spieler? 2. Okay. 2 und maximal 6. Maximal 6, ja. Okay, cool. Sieht sehr gut aus. Also, und auch schöne Aktion. Ja, danke. Also es ist
Ja, wir sind ein Mann, also wir sind drei Leute irgendwie, aber wir haben alle einen normalen Job auch noch. Ja. Also, aber wir, das ist irgendwie unsere Leidenschaft, ja. Genau, wir haben das über Kickstarter mit Hilfe von Leuten finanziert. Ja. Ist das das erste Spiel, was ihr ja gemacht habt? Ja, ah, okay. Genau. Genau, es ist über Kickstarter finanziert und wir haben, aber bei Kickstarter gab es auch noch so eine Limited Edition, da gab es nur 500 von, genau. Und das verkaufen wir jetzt auf der Messe. Wolltet ihr ein Spiel machen und kamt dann auf den Affen oder kamt ihr erst auf den Affen und dann genau das Spiel? Also ich bin nicht von Grund auf Tierschützer oder Artenschützer, sondern es kam mit dem Spiel. Also ich hatte, wir hatten die Spielidee auf einer langen Reise mit dem Zug quer durch Nordasien und stand dann im Wald voller Affen. Die haben mir alles geklaut und so kam die Idee, ein Spiel über Affen zu machen. Und dann habe ich recherchiert, was für Affen gibt es und bin dann auf den rotschigen Kleideraffen gestoßen. Den fand ich so schön, weil er sieht auch einfach süß aus. Ja, und habe dann auch erst in der Recherche erfahren, dass der gefährdet ist. Und habe dann gedacht, boah, ich kann mit dem Spiel sogar noch was Gutes tun. Habe dann NGOs mir durchgelesen, die es in Vietnam gibt. Habe die angeschrieben, habe die besucht. Die haben mir Permissions für die Nationalparks besorgt, dass wir da reinreisen konnten. Und so ist das gewachsen. Genau. Ja. Ja. Also das Spiel war vor dem meinem Artenschutz-Engagement da. Aber durch das Spiel sozusagen hat sich in meinem Leben auch einiges verändert. Also ich habe auch den Job gewechselt, also bin jetzt in einem Business, was grün ist. Also, genau. Hört sich echt gut an. Danke. Und wir haben auch unser Stand, das ist in Halle 5, und den haben wir komplett selber gebaut aus Sachen, die Leute wegschmeißen wollten. Ah. Genau, also wir haben das alles Dinge, die Leute wegschmeißen wollten. Ja. Genau. Nicht Cyberpunk, aber nah dran. Hier haben wir das The Witcher-Spiel, die alte Welt. Ich habe gerade gesehen, dass man das auch mit sich selbst spielen kann. 1 bis 5 Personen. Es ist ein sehr großes Spiel. Man hat ganz viele kleine Elemente und sowas. Ich weiß gar nicht genau, wie man das richtig spielt, aber es ist The Witcher und es ist bestimmt mega cool. Dieses Jahr gibt es aus dem Spiel auch wieder verschiedene Brettspieltische, warum will ich immer Würfeltische sagen, die man tarnen kann als normale Tische. Und unter diesen Holzbrettern, die man auch so komplett anheben kann, die sehr schwer sind, befindet sich dann so ein Spieletisch, wo man darin würfeln kann, wo man Pen and Paper spielen kann, alles Mögliche oder auch andere Brettspiele. Und das hier hat auch so ein weiches Polster, wo man seine Arme drauflegen kann. Hier kann man so Getränke reinpacken. Das kann man auch komplett rausnehmen. Ich würde schätzen, die haben auch noch ganz viele andere Elemente. Das ist auch magnetisch, das ploppt halt so ein. Das ist mega cool. Hier gibt es auch so kleine Regale, Schubladen, die man rausziehen kann. Auch magnetisch. Die ploppen auch wieder ein. Voll nice. Ich mag auch das hier hinten. Diese kleinen Würfelstühle, Hocker, die sind auch mega cool. Gleicher Tisch in gleicher Optik. Hier gibt es auch so Schubladen, die man rausziehen kann. Und dann irgendwelche Elemente noch reinpacken kann, vielleicht auch Spiele und sowas. Kann man auch als Wohnzimmertisch einfach benutzen, genauso wie man die auch einfach als Esstisch benutzen kann. Ja, sowas hätte ich gerne. Traum. Das wäre einfach noch nicht unbedingt den hier vielleicht. Also, das mit diesen Flächen finde ich ein bisschen unpraktisch, wenn man kleckert und so vielleicht beim Spielen. Aber das so mit anderen Elementen, die so ein bisschen glatter sind, schon mega cool. Ja. Okay. Hi, wir sind gerade beim Uhrwerk Verlag und es gibt ein paar Neuheiten, die wir gerne ein bisschen durchgehen würden. Möchtest du das einmal für uns tun? Also was ist... Genau. Du darfst es gerne in die Hand nehmen. Ich dachte, nimm das in die Hand. Wunderbar. genau, ich erzähle ein bisschen was zu den Neuheiten. Neu sind die Rattlinge. Wir haben bei Splittermond ja quasi eigentlich eine feste Anzahl spielbarer Spezies und mit den Rattlingen kommt jetzt eine neue spielbare Spezies dazu. Die Rattlinge waren früher so ein bisschen die kleinen Goons, sag ich mal, ne? der Erstlevel-Gegner, gegen den man so antritt und haben aber doch sehr viel Liebe geweckt bei uns in der Redaktion und deswegen gibt es jetzt einen eigenen Band zu den Rattlingen, wo man dann alle Regeln drin hat, um die Rattlinge spielen zu können, wo man irgendwie vorne dran einen großen Kulturteil hat über die verschiedenen Rattlingsarten, also quasi wie sie sich in die Kulturen anderer integrieren oder auch nicht, wie sie ihre eigene Kultur schaffen und vorgefertigte Rattlingscharaktere und 2 Abenteuer, die man dann mit Rattlingsgruppen spielen kann. Das ist mega, das interessiert mich am meisten. Genau, ich bin auch, genau. Das ist cool. Genau. Genau, und dann haben wir, das ist so eine kleine Neuheit, das war ein Kickstarter mal noch im alten Verlag.
Das wurde dann abgegeben an einen anderen, Hersteller. Also Ralf Siedeck bringt das eigentlich raus. Wir haben aber den Druck für ihn übernommen und haben deswegen auch ein paar Exemplare davon im Verkauf. Das ist Umlaut, ein Heavy-Metal-Rollenspiel, quasi, wo man seine Metal-Band zusammenstellt. Und da geht es eben darum, die meisten Fans zu machen und irgendwie Auftritte zu organisieren und so. Genau. Genau. Das ist so, was wir an Neuheiten da haben. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die so im Laufe des Jahres schon rausgekommen sind. Also Lex Arcana ist irgendwie nach und nach, nachdem das Grundregelwerk Ende letzten Jahres rausgekommen ist, und dann ist jetzt so nach und nach irgendwie Spielleiterschirm, Schnellstarterheft, Mysterien des Imperiums, also erste Abenteuerband noch rausgekommen. Wesen ist gerade das Grundregelwerk nachgedruckt worden. Das war eine ganze Zeit lang aus. Das kann man jetzt auch wieder kriegen, was Neues. Dann haben wir noch unseren Flyer, der weist auf das nächste, auf die nächste kommende große Neuheit hin. Das wird das nächste Crowdfunding, das wir machen. Dragonbane, das ist von Free League ein Fantasy-System, das quasi in Schweden, das große epische Fantasy-System, das in Schweden viel gespielt wird, das sie neu aufgelegt haben, auch mit der Grafiken von Johann Egerkranz, der auch schon Wesen illustriert hat. Und das übersetzen wir ins Deutsche, das wird das nächste Crowdfunding, und da wird es einen deutschen Zusatzband von geben für Aventurien, das man dann quasi mit Dragonbane-Regeln bespielen kann. Also ein Aventurienband für die grüne Ebene. Genau. Das wird, ja, glaub so weit, das war's. Ja, das war der Uhrwerk Verlag, und ja, ich gucke mich noch ein bisschen um und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich bin gerade im Pegasus-Bereich und hier gibt es so kleine Räume, wo man so Brettspiele spielen kann, und das ist richtig schön gemacht. Hey, das ist mega. Hier ist so Cthulhu-Bereich, dann gibt es hier den Avatar-Bereich, und das ist voll süß. Hier sind so kleine Schalen, also so kleine Teeschalen, so eine Teekanne. Ich weiß nicht, was hier hinten ist, oder? So weit war ich noch nicht. Hier ist auch noch Avatar. Das sieht richtig schön aus. Oh. Und hier Humblewood. Das kenne ich nicht, aber das sieht auch richtig schön aus. Hier ist so voll grün und so. Voll nice. Cool. Das ist richtig liebevoll gestaltet, finde ich. Schön. Ich bin gerade an einem Stand, wo es Lichtschwerter gibt, und ich hole mir jetzt eins. Und ich habe mir auch schon eins ausgesucht, nämlich das hier. Also es kann in unterschiedlichen Farben leuchten. Das ist gerade so Regenbogen, aber es geht, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, 16 unterschiedliche. Ja, das führt es. Es ist so silber, hat so schwarze Rillen. Wie nennt man das? Ich finde, das mag ich am meisten. Ich habe mir jetzt ein paar unterschiedliche angeguckt, und das führt es. Freue mich. Ich bin noch bei System Matters gerade, und hier bekommen wir auch noch ein paar Neuheiten vorgestellt. Ich gebe das Mikrofon weiter. Ich nehme das Mikrofon an, diesen Staffelstab. Hallo, wir haben nicht ganz neu, aber für die Messe auf jeden Fall neu, Electric Bastionland. So ein Into the Odd Setting, also ähnlich von den Regeln wie Mausritter, sehr, sehr einfach, wo man eine Gruppe von Leuten spielt, die aus irgendeinem Grund sehr hoch verschuldet ist und jetzt halt Überfälle plant, Heist plant, um halt das Geld zu beschaffen. Das Coole bei Electric Bastionland. Das habe ich mit Steffen zusammen gespielt. Ach, und? War gut? Ja, war super. Ja, guck, so. Dann könnt ihr wahrscheinlich den Inhalt dazu schon sehen. Neu dabei ist auch unsere vierte Auflage von Beyond the Wall. Damit hat vor 8 Jahren bei uns im Verlag alles angefangen. Und jetzt haben wir endlich die vierte Auflage mit 9 Illustrationen, die sehr schön geworden sind, wenn man sie denn, also echt nochmal komplett neu layoutet, alles neu. Man spielt die Dorfjugend des Dorfes, die halt irgendwann aufbricht, um das Dorf zu verlassen und zu erkunden. Bei der Charaktererstellung hat man schon gleich so ein bisschen Connections untereinander, wer man ist, woher man sich untereinander kennt, wie das Dorf auch aufgestaltet ist. Man zeichnet gemeinsam eine Dorfkarte und hat dann schon so, okay, man weiß, man ist Tochter des Schmieds, also scheint es wohl eine Schmiede zu geben, zeichnet die ein, und dann geht es halt los. Und dazu auch als Neuerscheinung das Hühnerbuch mit dem neuen spielbaren Charakter als Huhn.
und einem Abenteuer, in dem halt alle Hühner werden und nochmal ein paar zusätzliche Ergänzungen und sowas alles. Also nochmal mehr für Beyond the Wall. Für DCC haben wir ein paar neue Sachen mit, zum Beispiel den Überlebensratgeber für Stufe 0, um halt irgendwie die Trichter besser überleben zu können. So ein halb ernst gemeinter Ratgeber, was man an Tricks mitnehmen kann. Das DCC-Tags-Abenteuer, diesmal zwei Abenteuer in einem Heft für dieses Jahr, ist da. Die etwas dickere Konklave, nein, das 998. Konklave der Zauberer, ein Abenteuer der Stufe 6, also wirklich sehr hochstufig, wo man sich, irgendwo gibt es eine Karte, in der Mitte, glaube ich, halt in der Zitadelle befindet und halt ein Magier-Duell ausfechten wird. Es gibt auch eine, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber so eine Klappkarte irgendwo. Zusätzlich wird es bei uns ab morgen am Messestand auch noch ein Spezial-Messeabenteuer für Mausritter geben, das halt in unserem Messelager spielen wird. Das haben wir heute noch nicht da, kommt aber dann morgen mit, wenn die Pforten öffnen, ist das auch hier am Stand. Auch gestern angekommen bei uns, tatsächlich am Feiertag, Blades in the Dark, wo man auch eine, ähnlich wie bei Electric Westerns, das Setting zumindest, eine Gruppe von Räubern und Banditen spielt, die halt in einer Steampunk-ähnlichen City Überfälle planen und durchführen werden. Das Ganze halt sehr düster. Es ist so eine Mischung aus Peaky Blinders und Dishonored. Das als Setting praktisch und dann spielt man das halt in Kombination praktisch immer so ein bisschen mit Rückblicken, wie die Überfälle gelaufen sind und so. Ja, genau. Voll cool. Danke, danke fürs Vorführen. Nice. Diese Küken-Geschichte gefällt mir sehr gut. Hier die Karte sah auch mega aus, finde ich. Die ganzen Zeichnungen, ja. Und so. Voll schön. Cool. Dankeschön fürs Zusammenfassen. Die bis in die Nacht schneidende News meldet sich zum Wort. Ich bedanke mich sehr, dass ihr das Video bis hierhin geguckt habt. Falls euch das Video gefallen hat, was ich hoffe, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und unterstützt den Algorithmus mit einem Kommentar. Auch wenn ihr generell irgendwas zu sagen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese immer alles, ich versuche alles zu beantworten. Zumindest lese ich immer alles und ich beantworte meistens alles. sagt mir gerne, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Ich habe so versucht, meine Highlights auf jeden Fall zusammenzuschneiden. Ich hatte leider nicht die Chance, wirklich jedes Spiel wahrzunehmen auf dieser Messe, vor allem auf der Neuheitenmesse am Anfang, weil es so extrem voll war und die Spiele wirklich aneinandergereiht waren. Und ich glaube, die Zeit hätte nicht gereicht, sich alles ausführlich anzugucken. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!